Freunde der Sonne, hallo und willkommen hier bei GSI. Ich bin Lukas, nach langer Zeit ein neues Video. Das hier ist... Was ist es denn? Das ist Reisfeld, oder? In der großen Variante. Ja, gut, dass du weißt, wie das Spiel funktioniert, hä? Du, es ist wirklich lange her. Ich habe jetzt seit, ich glaube, 3-4 Wochen meinen Computer nur noch für Ziffern gefasst. Und zum Arbeiten natürlich. Ja, aber gut. Ich glaube, ich luftlande mal in der Mitte, oder? Ja, mach das doch mal. Sehr gut. Ja, was ist unser genereller Plan? Wir haben hier im Gegnerteam drei Leute, die relativ gute Statistiken haben. Ihr seht eventuell, wir haben nicht ganz so viele Aufstellungspunkte, weil wir hier zu dritt mit gerade mal 2000 Startpunkten spielen. Und das Einkommen ist auch auf, ich glaube, es war gering, oder? Ja, auf gering eingestellt. Da müssen wir also mal gucken, wie wir das Ganze gut wingen. Aber ich bin noch relativ zuversichtlich, dass das Ganze klappt. Denn Azofor und Loring sind zumindest etwas kompetent. Die können mich dann wieder ausgleichen. Ja, also ich habe die leichte Befürchtung, dass auch der Gegner auf die Idee einer Luftlandung kommen könnte. Wo würde denn der Gegner da nicht vorbereitet ist? In India? Ja. Also ich werde versuchen, das zu überprüfen, bevor da dumme Sachen passieren, aber man weiß es ja nicht. Okay. Also ich starte zumindest mal mit Celtix. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn du nur ein geringes Einkommen hast, dann kannst du relativ schwer danach, ja, wenn du merkst, dass der Gegner eine bestimmte Strategie fährt, dann relativ schwer danach wieder reagieren. Ja. Ja, genau deshalb befürchte ich sowas. Das Problem ist, wenn du am Anfang 200 Punkte in Luftabwehr rausballerst, weil du den Airdrop abwehren willst, dann kommt nix. Das ist halt leider die andere Variante, ja. Ja, sowas kann durchaus schon werden. Wir kriegen das schon hin. Ich meine, ich habe meine Celtics da, die schicke ich von links rein. Falls rechts eine Luftlandung kommt, dann, ja, du hast ein Krotal dabei. Das wird schon passen. Hoffe ich, denke ich. Mal gucken. Vielleicht. Gut, rechts Luftlandung ist ja meistens nicht so dramatisch. Ja, das Problem ist halt, wenn der Gegner da reinkommt und dann, und dann werden quasi kombiniert Hubschrauber, die da reinfliegen und die vom Sicht schaffen, mit vielen Anti-Tank-Flugzeugen, die dann einfach sehr aggressiv gespielt werden. Weil dann kannst du eigentlich smoken, wie du willst, und es wird trotzdem relativ schwierig, da die eigene Panzer zu beschützen. Und da muss man schon so ein bisschen vorsichtig sein. Das Einkommen ist doch gar nicht so gering, 18. Haben sie es geändert? Plus, das ist hoch. Echt? Normales plus 7. Ja. Jetzt habe ich gerade 6 bekommen. Ach, wir sind ja durch 3. Ja, okay. Ja. Also es ist 6 anstatt von 7. Ah, das ist okay. Gegnerischer Hubschrauber in der Mitte ist tot. Das sind Kar und Akuda. Allerdings downwettet. Aber du fliegst mit der Celtic dann vorbei. Warum schießt denn das Ding nicht? Hallo! Das kann nicht seitwärts schießen. Feindflieger in der Luft. 30 Punkte bis zum Tornado. Das ist wieder Sur. BU in der Mitte, BU. Ja, meine C-Horn ist gleich ready.
Wir haben Jägerkreisen und ich spalte auch noch CV. Gut. Ich schicke einen Flieger in die Mitte auf die C-Hornet, ja? Okay, ich schicke einen Flieger auf die C-Hornet. Auf den BU. Ja, du, es ist lange her. Ist der BU gerade geplatzt? Nein. Nee. Da ist er noch. 7 Leben. BU ist geplatzt. Feindliche Luftabwehr steht irgendwo hier. Da kommt eine Lasur in die Mitte. War da irgendwie klar oder so. Ja. Ich sehe irgendwie bei mir keinen Gegner. Habt ihr Kalibre gedoppelt? Nö. Arzt, links kam gerade BTR 90 rein. Hast du zwei Gegner? Ich hab. Nö, der spielt hier nur Billigpanzer. Okay. Ich kaufe jetzt mal Luftunterstützung. So, links ist Rannico. Ja. Fuck Russia and China ist jetzt gerade bei mir. Lasur ist rechts wieder da. Da kommt eine Serie nach rechts. Ja, und danach beim Weg links. So, das versprochene CV kommt nach November. Schön. Serie ist abgeschossen. Dafür habe ich aber meinen Flieger auch verloren. Der Psion ist jetzt mit in der Mitte. Links kommt eine Luftabwehr rein. Ja, also in der Mitte drücken die jetzt zwei rein. Und mein Panzersniper ist wieder ready. Wie sieht denn rechts die Luftabwehr aus? Bisschen Kleinkram hier. Also ohne Probleme eigentlich. Die T55 oder den T72? T72. Kommt. Padobranchi hier. Hier vorne die Padobranchi. Ja, ich kaufe in der Mitte mal ein paar Kommandos, um die Linien wieder aufzufüllen. Den Panzer habe ich doch erwischt. Na, und der Gegner, der bringt da jetzt Hubschrauber, die 24. Achtung mit deiner Stormer, da kommt so ein Transporter mit ran. Napalm-Mig-Kreis. Vor allem Achtung mit deiner Krotalde. Danke. Ich schick dir mal ein paar ATGMs und Legions. Haben wir gerade einen Werfer oder sowas ready, um das Foxtrot-Turman zu erwischen, sobald das aufgeht? Ich habe eine LRM ready. Ja. Flieger Mitte. Also, was heißt ready? Da. Okay, ich flieg mal rein. Command rechts ausladen. Jo. Die Serie wieder am Start, genau. Ja, Mörser hat hier so ein Padobanshi. Vorflieger. Zieht. Ah, oder einfach nur ein Bomber. Okay, Bomber. Ah, die haben einen Hubschrauber erwischt, aber das feindliche CV ist gepinkt. Zu deinen Kommandos kommt ein einfacher Transporter runter. Mhm. Der BTR 90 in der Mitte macht mir das Leben schwer. Hast du was gegen den? Negativ. Das ist nicht schlecht.
auch jemand einen Werfer irgendwo? Also ein HE-Werfer? Wie gesagt, im Foxtrot steht hier ein Fob. Das kannst du gerne kaputt machen, sonst halt einfach mal hier rein. Ja. Ja. Kannst du mit dem Aslaff den BTR 90 platt machen? Nee, der hat einen Browning oben drauf. Ah. Der Stormer? Ja, die wird nicht genügend Schaden machen, aber ich kann mal ein paar. Kann man einen Schuss drauf abgeben. Potenziell. Ja, da fährt er weg. Links ist da. Eventuell den Support-Truck hier abknallen. Das war eigentlich schon mein Aufgabe. Serie rechts. Und die Infanterie in der Mitte jetzt den Support ausladen. Die Stormer in der Mitte ist offen. Danke. Da kommt wieder die Napalm-Mac in die Mitte. Auch mal eine Rachball. Meiner C-Horn ist wieder ready. Ich flieg mal noch den BMP-3 da hinten. Welche wische ich die erste? Scheiß Bieter-Anschriften. Besten als WMF, Denne. Danke. Ja, so VMF. So viel Zeit muss sein. Danke für eure Hilfe, damit den Kampf perfekt rechtzeitig den BTR-90 da oben schalten kann. Wenn man den kriegt, dann sollte das alles passen. Der Vickers fährt schon vor. Die kommen da jetzt halt auch gerade wieder mit Hubschraubern. Ich kauf mal Artillerie. BTR 90 ist platt. Danke, gute Arbeit. Da kommt von links ein Strop. Ja, aber leider auch Panchi. Ja. Oh, ich steck die 84A. Ja, ich steck die hier mal ein paar Reserves dran. Strop ist zerstört. Schön, gute Arbeit. Auf die Mordschützen, Ah, wobei auf den Mörser da hinten hau ich mit der Rino. T-72B in der Mitte. Oh, und auch ein T-72B da in der Mitte. Nett. Guck mal, ob du mit dem Aster Vision darauf behalten kannst. Wenn ja, dann kommt da gleich der Flieger. Voraussichtlich, ja, sieht gut aus. Kaputt, war nicht Luftabwehr, steht hier. Ist das ein Neva? Sieht aus wie ein Neva. Was brauchst du da links? Ach, keine Ahnung. Ich warte jetzt mal, bis Arz und meine Infanterie da ist. Gut, sollte man die da auch wieder rausbekommen. Ich kann keine CVs mehr kaufen. Alles klar, ich glaube, Mike ist unterwegs. Dann kaufe ich Hotel. Oder Lima. Können wir in Hotel ins Reinstuhl? Ja, ja. Infanterist kommt. Die bringen jetzt gerade Panzer in die Mitte, so billig Panzer. Wir brauchen Scouting. Ich schreibe mal in Leclerc. Bomber links. Fall ist gerade weg. Ja, kann ja eh nix hier. Feindlicher Push, Mitte. Die laufen wie das Bessnas runter. Ich sie hasse.
Ah, sein Panzer schießt einfach schneller. Hier sind schon die ganzen Infanteristen. Ist der Werfer wieder ready? Ja. Kommt da rein. Vorsicht, neben dem Brenner stehen hier auch schon Leute. Danke. Was denn für Leute? Keine Ahnung, ich hab's nur kurz aufblitzen sehen. Infanteristen links sind jetzt ziemlich weit drin. Da kreist eine Serie. Über der Mitte. Ja. War wegen meinem Glück, da. Ja, und hier sind wieder die GNF, sollten jetzt aber tot sein. Der Feind hat jetzt Luftabwehr in der Mitte stehen. Oh fuck. Proletari, ich hau eine Kronos in die Mitte. Mann, haben die da viel Shit. Okay, mein Hemd ist gleich da. Dann können wir daran reparieren und heilen und sowas. Bis dahin müssen wir die Stellung irgendwie halten. Geh immer. Scheiße. Geh immer mit dem ein bisschen weiter nach hinten, dann kann ich mit der Legion weiter nach vorne. Ich bring einfach auch mehr Legion. Panzergrenadier. Ja, landet in der Mitte, eventuell mal drum. Schade. Wohin? Ja, wobei, mein Hemd ist jetzt sofort da. Kannst du dir ein bisschen reparieren? Ja. Serie. Okay. Ja, geht auf die Mitte, glaube ich. Der Leclerc ist offen. Arzt, der Leclerc ist offen. Ja, ja, ist wieder zu. Good job. Raphael kreist auch direkt dahinter. Gut, gut. Die Mitte jetzt gleich verlieren. Ja, alles gut. Ich will die Mitte aber nicht verlieren. Gegner hat jetzt einen Command stehen. Wir stehen da ein. What? Ja. Interessant. Hab ich dir denn gesagt? Flieger? Serie, glaube ich. Ich schicke dir was auf den A1, vielleicht klappt das. Ne, ist der Bomber. Ja, der A1 könnte auch gleich wieder zu. Ist doch die Serie, krass. Mhm. Ja, ist zu. Raus, raus, raus. Wo steht denn da deren scheiß Luftwaffe? Serie getroffen. Hier fährt ein Strela. Ja, aber die Neva ist es ja eigentlich, oder? Ja, ja, die Neva ist das Problem. Wahnsinn. Flieger kommt von links. Ist wieder die Lasur, geht auf den Tiger. Sind beräumen. Natürlich. Ja, gut. Das hat dann geklappt. Schön, 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 schön. Okay. Ja, war krass. Geben auch alle gleichzeitig auf, dann war das ein Team, oder? Ja, ja, ja. Haben wir in der Dreierlobby gewartet. Ja, dann würde ich sagen, good job. Vor allem good job, dass ihr dann einfach mal eine Front übernommen habt, nachdem ich da so komplett rausgehauen wurde.
gutes Teamplay. Ja. Mein Gegner hat entschieden, er will den Super Heavy Kampf mit Billigpanzern führen. Ist nicht gut für ihn ausgekommen. Ja, irgendwie hat der aus der Mitte oder was, also irgendeiner von denen hat entschieden, dass er seinen ganzen Nachschub zwar von unserer linken Seite aus kauft, aber auch überhaupt nicht drauf achtet, was da passiert. Hm. Ich habe einen Vickers MK11, ja, ist 11, der hat irgendwie 3 Transporter, 2 Proletäre 90, ein Padobranchi, noch ein Proletäre und einen Strop und diesen Koloss da zerstört, also alleine der hat irgendwie den Krieg gewonnen. Hm. Ja, krass. Ich habe auch den Eindruck, meine AC-Hornet hat hier die Hälfte meiner Punkte gemacht. Jetzt musst du mir das mal erklären. Die Celtic schießt nur zur Seite? No, die schießt nur nach vorne. So, sagen wir mal 30%, 45 Grad Winkel hat die einen Feuerwinkel. Krass. Die kann nicht in 90 Grad nach links schießen. Ha, na gut. Jeden Tag lernt man ein bisschen was dazu. Mit allen Helikoptern so. Mhm. Ja. Aber gut. Das ist genau das gleiche wie alle Autokanonen an Helikoptern, die hier einen Turm haben, können 180 Grad um sich herum schießen. Genau 180 Grad. Alle Kanonen sind gleich. Krass. Wenn sie einen Turm haben. Ha. Ja, jeden Tag ein bisschen schlauer. Wahnsinn. Aber Jungs, dann danke euch für die Runde. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das gefallen hat, schaut euch doch noch ein paar andere Videos an. Bis dahin, alles Gute. Ciao.